Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Uranium. Ich habe nachgesehen und das hier macht Tiere verknallt. Das hier und das hier sind dafür da, um Spritzy, ich habe keinen Ahnung, wie der deutsche Name von den vielen Pokémon ist, zu entwickeln. Und zwar der hier geht, glaube ich, den offiziellen Weg, wie der vom Pokémon gedacht ist, und der hier eine alternative Uranium-Version. Halt halten, tauschen, Evolution, also Pokémon, Entwicklung, ne? Das ist, oh, das, da liegt ja sogar was. Rare Candy, thanks. Und, hallo. Bla 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 bla. Unwichtiges Geblabbel, dass der den das mehr so schön findet. Ja, also, das ist einfach nur Tauschentwicklungs-Item, wenn ich das nicht. Hallo. Juhu, ein Kampf mit dem kleinen Kind. My mama just give me a Pokémon to play with me. But I wanna fight with it. Ich hoffe, ihr kriegt keinen Ärger von Mama. Ah, Tubalara. Tuberkulose-Mädchen, mich erkämpfen. Oh, wieso? Was habt ihr alle mit diesem scheiß Fortok? Kämpfen. Da fällt mir, wir brauchen eigentlich sogar auch ein Wasser-Pokémon, ne? Warte mal. Ja. Ja, brauchen wir. Das ist seltsam, das sind die Entwicklungsformen. Er wird, so wie er jetzt ist, damit er größer, damit er wieder kleiner. Gut. Hier, friss mal eine Matsche. Bitch. Super effektiv, okay. Clear Body, natürlich juckt ihn das nicht, ne? Der ist eigentlich ziemlich gut, glaube ich. Wir müssen es mal versuchen, einen von denen zu fangen. Jetzt lass mal versuchen. Aber der macht sich noch gar keine Mühe, mich zu besiegen. Ja, weiter Matz bleibt drauf. Weil es halt effektiv ist. Boden. Bodentyp. Mudslap ist Bodentyp, oder? Oder Gifttyp, ich weiß. Nee, Gifttyp würde ja negieren, weil der ist ja selber Gifttyp, Wassergift. Mal kurz gucken, so. Ja, ist Boden, okay. Und wir sind ja Feuerboden, das heißt, für uns ist es halt effektiv, wenn wir halt Bodenattacken benutzen, da kriegen wir halt unseren Bonus drauf. Weil für die, die es nicht wissen, wenn ein Pokémon vom, keine Ahnung, vom gleichen Typ, oder von einem Typ eine Attacke mit dem gleichen Typ verwenden, dann gibt es da einen Schadensbonus drauf. Ich glaube, 50 oder 100% mehr Schaden. Auf jeden Fall, es wird dann deutlich stärker und es bringt halt dann deutlich mehr, als wenn du zum Beispiel ein Elektro-Pokémon Feuerattacke machen lässt. Und das ist halt wichtig. So, wir sind schon wieder vergiftet. Das heißt, wir dürfen schon wieder zur Stadt gehen. Oh Gott. Oh, wir werden wieder aufgehalten. Was auch sonst. Ein Mankey. Brauche ich eins? Ja, doch. Aber nicht für mich, sondern. Nicht zum Kämpfen oder so, sondern einfach nur zum Fangen. Komm, Scratches. Ah, doch. Silberblick. Okay. Ich glaube, wir werden das hier nicht überleben. Das reicht. Grazfurie. Und der brennt. Oh, jetzt wird's gefährlich. Wenn er das überlebt. Ah, wir aber nicht. Naja, egal. Hit two times. Es ist egal, was wir jetzt benutzen. Wir schmeißen nämlich jetzt das Vieh mit Bällen ab. Dann versklaven wir ihn. Und dann war es das für ihn. Ich will gar nicht auf Pokémon gehen. Ich irritiere mich immer, weil da so der Ball zu sehen ist, ne? Pokeballs. Throw it in his face and... Naja. Lass ihn da nicht wieder raus. Und haben's. War nicht schwer. Wir haben nur einen Verlust gemacht. Was ziemlich doof ist eigentlich. Auf Twitchs PC, wir werden das jedenfalls streamen. Ja, komm, weiter. Ich will hier weg hier. Na, ich werde doch fast raus. Ich hab doch schon eins. Geh weg. Ich glaube, wir haben das sogar ein Level 10, ne? Wir können ja mal was ausprobieren. Ich will mal Flammenrad probieren. Tja, ne? Aber immer trotzdem. Nicht, weil du es willst, sondern weil ich es will. Super Ignore Orders. Immer wieder ein Spaß. Oh nein, irgendwann hat mir wieder Steine weg. Wer bitte stellt da immer die Steine wieder hin? Das ist doch voll doof. Ah, nach oben. Also hier wohnen wir, oder? Ja, Tante!
Ich hab Schmerzen. Mach mir Kekse. Dankeschön. So, das Blöde ist, die B-Taste, die halt eigentlich für zurück da ist, ist auch gleichzeitig die Menü-Taste. Das hätten die echt besser lösen können, ganz ehrlich. Ich hätte doch lieber eine Gamepad-Vollbelegung. Das heißt, ich halt die Wahl habe zwischen Doppelbewegung und Freibelegung. Ich sagen kann, hier B ist für zurück, aber trotzdem Start-Taste ist halt für Menü und so ein Gedönse. Nein, die zwingen mir das B echt so auf, dass ich es so benutzen muss, wie sie es wollen. Das ist doof. Kannst du kämpfen? Mein Schildmann ist so süß! Aber sie ist handvoll. Also sie ist sowohl süß wie auch alles andere, okay. Boah, kannst du mal bitte das blöde Vieh fangen? So, geht doch. Und da ist er auch schon. Den habe ich gesucht. Das Wassertyp Vieh, was ich gerne haben möchte. Das Wassertyp Vieh, was ich gerne haben möchte. Ja, okay. Deutsch, welcome back. Scratch. Okay, das ist, glaube ich, voll in Ordnung. Hat er eine Kampfattacke benutzt? Ein kritischer Treffer, okay. Okay, ja. Das reicht. Das reicht dicker aus. Bitte nicht verbrennen. Okay, ich glaube, seine Fähigkeit macht das sowieso wieder weg, ne? Pokéball flieg! Einmal wackeln, zweimal wackeln, dreimal wackeln und versklavt. Wassergift, den würde ich ganz gerne haben, also auch benutzen. Als mein Wassertyp. Und ein Level-Up ist noch gratis dazu. So, wo kann ich wechseln? Kann ich beim Prof wechseln? Ja, egal, nächste Start erst. Bist du Trainer? Ja. Hey, let's play Pokémon! Machen wir gerade, keine Sorge. Grossart. Das kennen wir doch schon. So, dieses Versager-Vieh, was in Höhlen lebt. Also gleichzusetzen mit einem Kleinstein. Und müsste effektiv sein, ne? Naja, oder auch nicht. Genauigkeit sinkt. Wir können ja mal gucken jetzt, was das Glut bringt. Aber wahrscheinlich, ja, ein bisschen mehr. Das überrascht mich, ehrlich. Okay. Nicht cool. Und mein Speed fällt. Das ist auch nicht so cool. Mach's platt. Boah, das war knapp. Ja. Tja, wär's mal auf Nummer sicher gegangen, du Trottel, ey. Hier. Ich bin auch nicht auf Nummer sicher gegangen, ne? Scheiße. Okay. Du hast gewonnen. Ich geb dir mein Geld. Can't use that here. Mir egal, ich will in die Tasche zugreifen. Und mir meine Potions nehmen. Und nutzen. Ich brauch noch eins. So, perfekt. Bist du Pokémon-Spieler? Hallo? Ja, Isa. Machen wir es weg. LS. Oder so, keine Ahnung. Lass Juliana! Die blöde Kuh. Lass sie in Ruhe. Die ist nicht gut für dich. Ah ja, der Bedroher. Das niedliche Tierchen sieht so bedrohlich aus. Mein Angriff sinkt, aber ich muss einfach Ember und dann. Wie gesagt, wir verkokeln das Stück Scheiße und dann die Asche kippen wir ins Klo. Also einmal wie immer. Und weg. Was? No! Wir wechseln jetzt nicht, wir machen so lange weiter, bis wir wieder wach sind. Und er pfeift schon wieder. Diese kleine dreckige Drecksvieh. So dreckig. So. Sleep, 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 sleep. Dauert das noch lange? Ja, sieht ganz so aus. Na gut, wir machen einfach so lange weiter, bis wir wieder wach sind. Ich meine, guck mal, da prügeln uns hier. Ja, und geht, du bist gefickt, mein Freund. Frisst da. Ach Gott, ey, wieso haltet ihr alle so viel aus? Das ist voll nicht fair, ey. Ich müsste viel besser sein als ihr. Ich bin auch viel besser als ihr. Aber egal, was ich mache, ihr macht mir das Leben gerade einfach zur Hölle.
Einfach weiter die A-Taste spam. Wir sind schon wieder fast besiegt, ne? Ich weiß nicht, was los ist in diesem Spiel, aber es ist so viel schwerer als jeder andere Teil. Irgendwie scheinen die gegnerischen Spieler Kapfelfly. Es ist ein Fehler, aber ich probiere es einfach mal. Er muss ja leveln. Er braucht eigentlich die Attacke. Es ist ja nur ein Käfer. Wir haben ja Flug, ne? Wir haben keine Flugattacken. Wir haben Raserei und wir haben Walzer. Wir haben einfach Raserei. Käferbiss. Oh oh. Wir tauschen aus. Puh, ja, komm. Scheiß drauf. Ach ja, genau. So. Der ist hier nur fast besiegt. Fast. Haha, nimm das, Bitch. Es sollte eigentlich schon gewesen sein, ne? Wenn wir schneller sind, dann verbrennen wir jetzt den scheiß Käfer. Nein! Warum? Das ist ungerecht. Das habe ich nicht verdient. Und besiegt. Nein! Das ist... Och Mann, ey. Egal, Level. Irgendwas in Level. Ah, Spite. Was ist Spite? Keine Ahnung. Du solltest andere Leute... ach, keine Ahnung. Was lese ich jetzt mal vor? Oh, da liegt was. Ein Wasserstein. Eine Sekunde. Ich stehe mal ganz kurz raus. Ich sehe das gerade nicht. Ich gucke gerade, ob... Boah, sieht das scheiße aus. Die letzte Entwicklung von diesem... Okay, Level 18, Level 36... Ganz ehrlich, hat ein bisschen was von einem Starter-Pokémon, dieser Fartok. Ich glaube, den behalte ich einfach. Der scheint etwas herzumachen. Nicht viel, aber etwas. Ich weiß nicht, ob da rechts die Stadt ist oder nicht. Ich habe eine Idee. Tasche. Rare Candy. Er hat kein... Normalerweise bekommen die ein HP dazu, wenn die... Halt, scheiße. Naja, halt nicht. So, das Problem ist jetzt, Raptorch kann ich gerade nicht benutzen. Ich möchte ganz gerne Dummwiesel haben. Switch, nicht Summary. So. Wobei Jabolt habe ich auch ganz gerne auf höherem Level haben. Junge! Ich werde nicht zulassen, dass du meine Käferfreunde kennst. Komm jetzt in einen Käferwald? Ich will in keinen Käferwald rein, ganz ehrlich. Ich habe auch keine Flugattacken zu so einem Flug-Pokémon. Was ist das für ein dreckiges Vieh? Gott. Guck das mal. Eine Geisterattacke haben wir. Willst du mich ficken? Spite? Das ist ein Käfer. Ich glaube, Käfer sind stark, oder? Ich weiß es gar nicht. Was? Das ist ein Feuerkäfer? Ernsthaft? Ich weiß nicht, was es macht. Ihr Rage, nimm mal weg. Ey, der glutet mich hier an, der kleine Spasti. Dreckig. Es ist eine Feuerameise. Wir machen mal weiter Rage. Das müsste hier eigentlich mit jeder Nutzung stärker werden, ne? Genau. Der embert mich weiter an. Aber unsere Wut steigt. Der Schaden, den wir raushauen, steigt. Wir tauschen trotzdem mal aus. Ja, keine Ahnung. Mal Tankun rein. Das war der Unlicht, ne? Der war Dark oder Black oder normal oder irgendwas Nutzloses. Keine Ahnung. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Ich krieg immer wieder drauf. Tackle, Heiler, Center Take. Wir machen mal Bass. Wir machen Bass. Ich will Bite und Biss gleichzeitig sagen. Kommt Bass raus. Aus Best.
So. Scheiß Käfer besiegt. Dummiesel steigt im Level. Wir lassen mal den Tankun. Wir haben den Tankun nie benutzt so richtig, ne? Was bist du denn? Ein Spunny. Egal, drauf. Das war schnell. Wie viel Schaden er bekommen hat. Jo, kein Gift. Ich bin gerade sehr glücklich darüber. So, und wieder einer weniger. Und Level Up. Das freut mich. Das freut mich gerade. Ja. Oh, Junge. Noch ein Kugelfly. Du bist hässlich. Stirb. Bist es toll. Aber nicht sehr effektiv. Fuck. Oh, oh. Oh, oh. Warum? Na gut, wir tauschen gegen... Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich will eigentlich den hier haben, weil ich möchte ganz gerne, dass der wächst, dass wir halt den blauen benutzen können, unseren kleinen Sonic hier. Und dann später... Na? Oh Mann, wie viel Schaden es man macht. Aber der kann einfach nix. Oh, Ruckzuckieb. Quick Attack. Boah, Junge. Hier, friss die Scheiße, Mann. Keine Lust jetzt irgendwie mit dir auch zu spielen. Ich mach das einfach kaputt. Nimm meine... Ist das eine Katze? Nimm meine Feuerkatze. Friss das. Dreckiges Drecksvieh, ey. Fürs doof sein, weißt du? Dafür war das. Charme, ja. Charme braucht man nicht. Okay, mein Geld, weiter mit dem Massaker. Ich massakriere alle Käfer. Have you seen all the bugs in Tender? Give me a call if you find anyone. Okay. Käfersammler. Aufgenommen. Snatch. Oh, cool. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Ich will doch nur in die Stadt. Nein! I should be working on cruise ship. Ja, und trotzdem spielst du am Stand Pokémon. Und hast ein... Naja, du weißt ja... Das. Ne? Genau. Wir tauschen aus gegen... Fuse. Ich scheiße jetzt drauf. Wir haben nichts anderes gegen den, was irgendwie funktionieren könnte. Ich muss ihn mal hochheilen und dann... Ich will so ungern zurückgehen, heilen, wieder vorne gehen, weil das frisst zu viel Zeit. Das ist so nervig. Bitte nicht Spezialattacke fällt. Egal, wie unser Level ist einfach so dermaßen hoch, dass es einfach keinen Unterschied macht, ob wir jetzt weniger Schaden machen oder nicht. Wir hauen ihn einfach mit einem Schlag weg und gut ist. Ja, XP, 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 XP. Luttert. Was bist du? Shit. Ach, Pflanze, Wasser. Wir haben nicht mal irgendwas, was dagegen was machen kann, ne? Außer vielleicht Extreme Speed. Fortok. Ja, komm, machen wir hier den guten Jabolter. Warum ist der gute, ist nicht der schlechte, weil er nicht blau ist? Weil er kann Elektroattacken. Unser anderes Elektro-Pokémon kann nur Kampfattacken. Das ist... Ne? Genau. Besiegt. Der scheiß Typenvorteil immer. Und Level Up. Vielleicht behalten wir einfach den, ganz ehrlich. Scheiß auf den blauen, wir haben einen guten. Ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, wie wir behalten sollen. Den blauen oder den guten. Ich meine, der blaue, der muss nur nachziehen, das ist alles. Dem guten wird schon auch, dieser Kampfattacke beibringen müssen. Oh, ein Schutz. Leider schützt er nicht vor behinderten Trainern. Ja, can't use here. Mir egal, ich muss mal ganz kurz wiederbeleben und heilen. Ich habe aber nur einen einzigen Wiederbeleber. So. Unsere Portionen. Ja, ich weiß, das Potion wäre gerade egal. So, der. Jabolter. Raptorch. Und Tankun. Das reicht erstmal. Wir haben noch frisches Wasser. Ja, was geht, Digga? Tolle Musik. Nützt ja gar nichts.
Oh Mann, ey, das ist blöd, dass du 20 Minuten Limit durch mir setzen möchtest. Das funktioniert einfach nicht. Los, Dunsparks. Ach, komm, scheiß drauf. Mach's platt. Mal gucken. Der hat einfach gar nichts. Wir können ihm bestimmt eine TM beibringen, ne? So, Kampf-Pokémon sind, glaube ich, stark gegen Boden. Ich weiß gerade gar nicht. Wir nehmen mal Tankun. Vielleicht kann er. Vielleicht ist der Unlicht ein bisschen stärker dagegen. Ich kenne die Elemente da nicht so genau. Fußtritt. Ja. Vielleicht sollte ich auch nicht den benutzen. Ich benutze einfach mal meinen Raptorch. Hallo. Low Kick. Okay, das geht aber. Dann glute ich ihn einfach kurz an und er wird die Pfoten verbrennen. Nicht das schon wieder. Er pumpt sich auf. Verbrenn ihn einfach, bevor er sich, bevor er wieder furzen kann, als er den ganzen Dunst da lassen kann. Gut. Noch ein Mankey. Stellt auf Mankey. Mach Mankey platt. Machen wir ihn einfach weg. So. Wieder zwei Attacken, also weg. Und er brennt sogar. Sehr schön. Focus Energy. Das ist komisch. Das heißt im Englischen Focus Energy. Also, ja. Er fokust die Energie. Aber in Deutschland ist es ja Energiefokus. Was irgendwie. Keine Ahnung. Anders klingt. Ich sollte mehr trainieren. Ja, das solltest du. Okay, ich gehe weiter. Ich will doch nur. Ja, sie hat mich ignoriert. Jetzt klauen wir alle Beeren, halten unsere Viecher hoch. Und freuen uns dann. Uranberries. Und dann noch ein bisschen was. Und das war's. Da links ist nichts mehr. Hallo, Picknicker. Du nervst. Aber du bist mir im Weg. Und wenn du im Weg bist, musst du leider sterben. Dunstpass. Ich werde mal nachgucken, wo ich die Attacke Skyfeuer bekomme. Das ist auch ein bisschen blöd jetzt eigentlich, damit ich mal nachgucke. Ich hab angegriffen. Ich bin ein Idiot. Egal. Das ist effektiv, okay. Rollout, ist das Überroller? Ah ne, es ist Walzer. Guck mal, er greift weiterhin an. Oh Gott, wenn wir das jetzt überleben. Ja, 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 wir besiegen einfach. Das wird aber auch sehr stark, ne? Level 9. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Leider. Ich werde ihn tauschen. Gegen. Ich hab's nicht gesehen. Schmeiß einfach rein. Feeling. Ach, der genau. Warte mal. Oh, ich kann's nicht. Ich bin gegen. Ah. Das Verlegen ist so lang, weil ich das direkt mal umgehen muss. Nee, keine Ahnung. Wenn der Tag früh anfängt und ja genau, mal Gainer. Ich habe zuerst Gainer benutzt, ja? Reagier mal drauf. Nee, keine Ahnung. Ja, danke. Für nichts. Ich werde ihn einfach mal drin lassen. Und einfach mal wach werden lassen. Das sollte eigentlich okay sein. Ja, ja, wir schlafen noch. Komm, weiter, 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 weiter. Einfach weitermachen. Nicht nachdenken, handeln. Wenn du nachdenkst, wirst du unsicher. Wenn du unsicher wirst, failst du. Wenn du failst, muss ich dich leider freilassen. Komm, wach auf. Ich muss ihn hochhalten. Der brennt sich da weiter tot, was auch völlig in Ordnung ist. Komm, wach auf. Och Mann, ey, wach doch einfach mal auf, Junge. Ja, geht doch, endlich. Er hat langsam die Fresse bekommen, ist aber gemeint, da schlägt mich jemand, okay. Da muss ich was gegen machen. Oh, das war's.
Ja, nee, die sind nicht liebevoll, die sind alle besiegt. Bitte geh sterben, bring dich selbst um. Stardust, Sternenshop. Den kann man, glaube ich, nur verkaufen, ne? Mehr bringt er nicht. Und er bringt Geld. Sogar ganz gute Geldmengen. So. Weh, jetzt kommt hier ein Rivale. Sehr gut. Ich weiß, ich bin ein Camper. Scheiß Camper. Aber es tut so gut, wenn man nach einigen Kämpfen... Was? Es tut so gut, wenn du nach einigen Kämpfen in die Stadt wieder gehst. Burle ist liebevoll. Ich weiß nicht, aber ich bin mir sicher... Du wirst mir dazu stimmen. Nein. Nein, nein, nein. Ja. Wir gehen ins Pokémon Center, komm. Wenigstens etwas. Yes, it's a... Du sollst mir nicht sagen, das ist ein echter Job. Du sollst mir Hallo sagen. Du bist ja Städtebegrüßer, ja? Trottel. Und diese dreckigen Anfänger. Jedes Mal dasselbe mit denen. Ich hasse sie. Jo, was geht? Kommst du möglicherweise von Mokitown? Der Platz ist so Fick dich! Das ist, warum du so fasziniert bist von Burole. Dann ich kann das in deinen Augen sehen. Ja, ich finde die innere Musik so scheiße. Psst, ruhig. Ich spiele ein neues Spiel, Pokémon Silber. Kurt macht gerade Pokébälle für mich. Okay. Meinetwegen. Hallo, habt ihr Sachen für mich? Ich arbeite für den Arenaleiter, Devin. Meine Pokémon und ich sind immer excavate the surrounding caves. Keine Ahnung. Und laufen in Höhlen rum. Unterhalten uns mit den Pfadfindern und lieben die Plätze. Devin liebt Caves. Caves, nicht Kekse. Kekse auch, aber er meint eigentlich Höhlen. Apparently, he grew up. Eigentlich ist er so in einer aufgewachsen. So, er hat seine Arena in einer Höhle aufgebaut. Okay. Okay, ja. Ist jetzt nicht so mein Ziel, in der Höhle zu wohnen, weil es ist immer feucht, es ist kalt und hier ist eine Schule. Ich wette, der bringt mir bloß Typenunterschiede bei. Nee. Wir machen über Learning by Doing. Ah, ein Pokémon Center. Also jetzt gehe ich noch in das Haus hier rein, nochmal abgeklappert vor dem nächsten Part und dann sind wir zufrieden. Hallo. Wenn böse Leute wie Team Rocket sind eigentlich... Falls sie eigentlich existieren, sie hätten keine Chance gegen mich. Oh Gott. Ernsthaft, ich bin ein bisschen besorgt über die ganze Videospielgeschichte. irgendwie zieht sich das auf das gesamte Spiel, ne? Die Videospiele, so ein bisschen. Ich wurde vom Arena-Tab besiegt, hab wieder aufgestockt und versuch's nochmal. Okay, okay. Ja. Höhle, Boden, Stein, sehe ich das richtig? Muss ich mein Frogfahrt trainieren? Gut, ganz ehrlich, ich nehme den hier mit und tausche den gegen den schwächeren aus, weil der bringt uns einfach gar nichts. Ja, genau, der bringt uns nichts. Auch wenn er schon blau ist, der bringt uns einfach gar nichts. So, uns da bleiben. Dann... Ich weiß gerade nicht. Lass doch mal einen Wundertausch noch einmachen, okay? So. Ist der eigentlich hochgreifend, wenn ich ihn gefangen habe? Ich weiß nicht. Ja, sehr schön. Dann werde ich... die TM... Nee, die VM kurz neu beibringen. Rock Smash! So eine Kampfattacke. Ich brauche die eigentlich vom Kampf-Pokémon, ne? Jerbolter! Darf es erlernen? Dundiesel kann das lernen. Ja, komm, wir vergessen das hier. Defense Class ist ein Igler, ne? Das ist Fee. Aber wir brauchen keinen Feenangriff für einen Elektroboden-Pokémon. Und tschüss. Sehr schön. Wir haben das alles. So, ich würde mal sagen, wir nehmen unseren komischen Dingens. Und tauschen ihn gegen ein neues Dingens. Mal schauen, was rauskommt.
Einen mache ich noch. Ich sollte es versuchen, so gut möglichst versuchen, so immer am Ende einer Folge hinzubekommen. Das wäre cool. Ich möchte gerne den Barrel tauschen. Verschwinde. Wonder Trade Time von Raveverb. Wir warten und warten und warten und warten. Und da ist auch schon ein Blöder, der das Vieh bekommt. Und wir kriegen einen Chini-Monk. Also, wir machen nochmal einen Wonder Trade. Ich möchte ganz gerne so einen Chini-Monk loswerden. Ah, Junge. Wäre cool, wenn wir so ein Nuklear-Pokémon bekommen. Irgendeins. Und sei es noch ein korrumpiertes. Das wäre cool. Komm, verschwinde. Kriegen wir jetzt einen Chini-Monk dafür? Wir kriegen Birby. Es ist tatsächlich so, dass irgendwie die Leute nur versuchen, ihre Route 1 Pokémon loszuwerden. Oh Mann, ey. Mal gucken, was rauskommt. Ey, das war sogar meiner. Da stand Drago. War OT-Trainer. Wir haben es bekommen. Unser erstes Nuklear-Pokémon. Ey, wir haben... Also wenn Box Punkt 1 nicht derjenige war, den wir bekommen haben von Nie. Ey, da muss ich mal nachher nochmal die Aufnahme reingucken, ob wir jetzt tatsächlich eben unser, ob wir das gerade eben eins, was wir weggetauscht haben, wieder zurückbekommen haben. Das wäre cool. Poison Nuklear Shedskin. Krass. Level 75! 75? Was? Ah, ja, Spiel durchgespielt, keine Ahnung. Da ist aber eigentlich fast nichts drauf, ne? Ja, da bräuchte ein paar Nuklearattacken. Ich guck mal ganz kurz nach, welchen ruhige Natur Trapinch. Ob der legendär ist, aber ich glaube eigentlich nicht. Das Level ist aber so unglaublich hoch, ne? Das ist er nicht. Das sah gut aus. Nee. Okay, es ist er nicht gelistet? Ich muss ganz kurz gucken. Das ist... Aha! Das ist eigentlich ein Gift-Psycho-Pokémon. Aber... Und das ist das Krasse. Das hier ist ein korrumpiertes Pokémon. Das ist ein, eins von denen, wo ich vor, ich glaube, 2 Folgen gesagt habe, dass die korrumpieren können und... halt ihren Sekundärtyp zu Nuklear wechseln können. Und das ist eines dieser Pokémon. Eigentlich ist das ein Gift-Psycho-Pokémon. Und das ist halt bei uns ein Gift-Nuklear-Pokémon. Das heißt, der kann jetzt Nuklear-Attacken erlernen und ist halt ja, effektiv gegen alles und schwächer gegen alles. Tja, gut. Das war cool. Ein bisschen überraschend, aber freut mich. Ich bedanke mich da mal fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freut mich sehr. Bis dann nach oben. Abonniert den Kanal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.